Hansa Elektra Wand-Waschtisch-Armatur, Instandhaltung, Austausch der Batterien. Wenn der Sensor beim Öffnen der Armatur rot blinkt, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Um das Wasser abzusperren, drehen Sie das Absperrventil mit einem 3 mm Inbusschlüssel um 90 Grad. Auslauf entfernen. Drehen Sie die Befestigungsschraube mit einem 4 mm Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn, so lange, bis sich der Auslauf demontieren lässt. Steckerverbindung vom Magnetventil lösen. Das Batteriegehäuse aus dem Auslauf mit Hilfe einer Zange entnehmen. Das Batteriegehäuse öffnen und die Batterien austauschen. Die Armatur hat zwei 1,5 Volt Lithium-AA-Batterien. Die neuen Batterien im Gehäuse einsetzen und das Gehäuse verschließen. Dann das Batteriegehäuse wieder im Auslauf platzieren. Installation des Auslaufs. Das Kabel zum Magnetventil einstecken. Die Markierungen zeigen die richtige Position an. Den Auslauf in der richtigen Position installieren. Die Befestigungsschraube mit einem 4 mm Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Auslauf befestigt ist. Wasserversorgung zur Armatur durch Öffnen des Absperrventils mit einem 3 mm Inbusschlüssel herstellen. Das Absperrventil befindet sich unterhalb des Auslaufs. Armatur einschalten und prüfen, ob diese einwandfrei funktioniert.